Hi, ich bin Katharina und hier ist Show Was mit dem neuesten Klatsch für euch. Es ist der zweite Tag mit stylischer Extravaganz in Brasilien. Die 25. Fashion Week in Rio de Janeiro hat gestern begonnen. Regionale und ausländische Designer zeigten ihre neuesten Trends und Ideen für 2015 auf dem Catwalk. Die Fashion Week geht noch bis Freitag. Angeblich sind die Briten nicht so verklemmt über ihr Sexleben, wie sie sonst vorgeben. Das sagt jedenfalls der französische Designer Jean-Paul Gaultier, wenn er sich an die 70er Jahre in London zurückerinnert. Das Enfant Terrible macht noch bis August eine Ausstellung seiner Arbeit im Barbican Kunstkomplex in London. Die alte Rockband Aerosmith hat eine Sommertournee durch die USA bekannt gegeben mit einem spektakulären Gast, nämlich dem Guns N' Roses-Gitarristen Slash. Die Band hat die Neuigkeit bei einem Gig am Dienstag in Los Angeles bekannt gegeben. Ja, der Rock lebt weiter. Dies ist kein gewöhnlicher hüpfender Junge, nein, dies ist Prinz George. Und auch wenn man denken könnte, dass er nur rumhängt und normale Babysachen macht, kommt er gerade seinen königlichen Aufgaben in Neuseeland nach. Die zum Spielen eingeladen wurden, sollen die Vielfalt des Landes repräsentieren. Das war's für heute. Wenn ihr noch mehr Neuigkeiten erfahren wollt, schaut auf unsere Webseite. Bis bald!